Ich benötige für dieses für mein Visual Studio Programmierung von meiner Webseite ein Simulationstool, ähnlich irgendwie so ein Device, Mobile Device zum Simulieren. Jetzt ist so, in Visual Studio gibt es ja standardmäßig nur den Chrome und der Explorer zum Testen von einer Webseite. Edge gibt es bei dem neueren jetzt dazu bei Windows 10 und die Windows Phone, da muss aber Hyper-V installiert sein. Das weiß ich noch nicht, wie das geht. Was man aber noch machen kann, ist im Visual Studio weitere Emulatoren laden und zwar direkt so ein Android-Device und dann kann man in der Debug-Step reingehen. Jetzt ist die Frage, wie lädt man das? Wenn man sagt, okay, man möchte einen Emulator laden, dann kommt man auf diese ASP.NET Mobile Seite und die verweist dann auf Android. Das ist aber auch komplett falsch. Zum Installieren muss man Folgendes machen. Man muss auf die Visual Studio Seite gehen und dort gibt es den Emulator zum Laden. Den laden wir jetzt mal runter. Das geht recht schnell. Und anschließend müsste man das im Visual Studio haben. Vorteil von diesem, also läuft er ja schon, oder? Und der jetzt zum Teil, weil es jetzt selber schon mal startet, weiß ich nicht. Zweimal draufgeklickt wahrscheinlich, ja? Lass uns mal starten. So, für diesen Emulator braucht man einen 64-Bit Windows 8 8.1 10 Pro Professional. Das haben wir nämlich nicht. Enterprise Edition. Or Windows Server 2012. Or Buff on a Computer that supports Hyper-V. Schöne Scheiße, da geht nochmal wieder gar nichts. Aufzeichnen. Das heißt, man ist einfach der Arsch. Wenn man sowas machen möchte. Can issues and workarounds or examine the log file. Tja, kann man vergessen. Gilt natürlich auch für die zweite Installation, die die gleiche ist. Tin Pro Enterprise Edition. Kriegst du die Krise. Das heißt, man kann das so nicht installieren, man kann es nur bei höherwertigen Maschinen laufen lassen. Wunderbar gedacht. Das gleiche gilt auch, wenn man hier auf die Windows Phone geht. Auch das geht nur bei höheren Systemen. Enterprise Edition habe ich nicht, hatten die normale Standard-User dort zu Hause nicht. Und einen Windows Server Rechner habe ich letztendlich auch nicht.